Ich habe versehentlich eine Sommerhose an, dafür etwas kräftigere Socken und da drin habe ich noch und so weiter. Spaß muss sein, aber es war schon gefährlich, weil es ein bisschen glatt war. Es hat ja Uhu, heißt das Uhu unter Null, aber hier haben wir ein überhitztes Wohnzimmer, wobei das kommt nur vor, wenn man von draußen reinkommt. Ich bin trotzdem raus, man hätte ja auch ausrutschen können und deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen kürzer ausgefallen. Jetzt kommt der Offline. Lektüre, das darfst du nicht, wegen Urheberrecht hat einer eine E-Mail geschickt und da habe ich gesagt, derjenige, der hier der Meinung ist, das darfst du nicht, der soll es sagen, nicht irgendein Blödmann. Also sagen Sie nicht, das darfst du nicht, dann kommt auch keine Antwort mehr. Das ist ein Mitgliedermagazin Nummer 3, 2022. Also da bin ich wirklich Mitglied links, das reicht, sagt die freundliche Dame, und auch der Staatsanzeiger. Dann, das ist Fernsehprogramm, Traditions aus dem Lübeck-Raum wird es hergeschickt. Seit vielen Jahren finde ich das gut. Ich bin nicht digital vollständig, jedenfalls nicht. Es gibt auch Bereiche, da ist es nichts. Sonst musst du zur Müllabfuhr gehen und selbst dort gibt es eine zunehmende Digitalisierung. Das brauchen wir. Und beim Auto ja auch. Hier geht es wahrscheinlich die Zukunft des Boten. Ah ja, das interessiert. Also, das lese ich auf jeden Fall offline. Das dauert eine Weile, deswegen ist auch da oben. Der Phönix aus, da kam ja der Dr. Kohl, geistig-moralische Wende, ne? Da kann man sich ja auch, ich heiße deswegen Dr. Kohl. Ne? Also wer mich im Internet per Homepage HP sucht, wird Dr. Kohl finden, das bin dann ich. Oh, das ist kein Ständer, Entschuldigung mal, das ist heiße Luft. Jetzt haben Sie falsch gedacht, halt, da ist kein Ständer drin. Also, also das ist Luft, also wirklich, das ist eine Sommerhose, die man im Winter eigentlich nicht anzieht, aber das ist jetzt. Aber wenn ich das so weitermache, dann ist es keine heiße Luft mehr. So, Spaß beiseite. Also, was kann man noch? Und dann kam also irgendwie der Name Nemeth ist genannt worden in einem Historienfilm mit Dr. Kohl und so, Nemeth. Und dann haben ja die Ungarn, jetzt kommt die Pointe, ich will mal versuchen, ernsthaft zu bleiben, was die Ungarn getan haben damals in der Wendezeit. 89 waren die ein bisschen vorne dran, vorzeitig. Präcox auf Lateinisch, Präcox. Und zwar Präcox, jetzt muss ich mal Latein, meine Lateinkenntnisse zusammen greifen, zusammen kratzen. Präcox, nicht das wieder hier, ich mache mal eine Handbewegung. Präcox Ejaculatio ist nicht gemeint. Also Präcox in Bezug auf die Grenzöffnung ist gemeint. Und hat nichts mit dem Nemeth zu tun, schon gar nicht mit dem Paul Nemeth, der war nicht im Landtag von Baden-Württemberg, persönlich bekannt. Nomen est omen, nicht, dass der meint, Paul und irgendwie, ne, und wo war er beschäftigt? Ich weiß alles und ich kenne seine ganze Familiengeschichte, die aber nicht öffentlich ist, weil das ein Datenbestand ist, der hier privat nicht verwendet werden darf. Aber der Name sehr wohl, der stand nämlich in der Zeitung. Das ist ja das Schöne. Der Unterschied zwischen, und Dr. Kohl hat ja gesagt, er wusste das mit der Pressekonferenz, das kam beim Phoenix. Interessanter Sender, der ist jetzt aus, weil ich wollte ja auch die Beine ein bisschen bewegen. Die kann man auch offline. Also ein Bein kannst du auch offline bewegen und dann Sprüche machen. Ja, ein Auto war unterwegs, der könnte mich bei Glatteis vielleicht nicht sehen. Ich habe ihn jedenfalls nicht so gut gesehen, weil dann habe ich ja Stöckle dabei. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. Was ist geschehen damals mit dem Dr. Kohl Helmut aus Oggersheim in der Pfalz? Das war also schön deutschtümlich. Ne? Also es war kein Nazi, niemals. Also wer das behauptet, liegt falsch. Aber die fünfte Kolonne, das war andersrum. Ja, das hat auch nicht gestimmt mit der fünften Kolonne. Das Zitat, das sollte man nicht verwenden, wenn man nicht weiß, was es bedeutet. Ne? Also das kann passieren. Das war ja beim Dr. Kohl auch so, als er auf dem Friedhof stand mit dem Mitterrand, der Handschlag. Das war vielleicht eine Unsicherheit. Und bei den Parteispenden, die Parteinamen, die weiß man ja inzwischen. Aber es ist ja Gras drüber gewachsen, die brauche ich hier gar nicht ausplaudern, sonst kriege ich wiederum Ärger. Woher weißt du das? Ne? Das darf man nicht nennen. Ich nenne die Parteispender nicht. Das war der Dr. Kohl, seine große Leistung. Ich habe mein Ehrenwort gegeben. Also,
Das geht nicht. In der Demokratie kann man nicht das Ehrenwort setzen über das Recht. Das ist ja schwierig, ne? Also man ist ja auch verpflichtet aus familiären Gründen, sage ich mal im weitesten Sinne. Die Verpflichtung ist auch wichtig. Und die Typen, die können einer anderen Kultur- oder Traditionslinie an als ich, ne? Also diese Ehre und wir schwören, bis in alle Ewigkeit bleiben wir da zusammen. Das ist nicht richtig, auch zwischen Winnetou und Old Shatterhand, da diese Blutsbrüderschaft, das ist ja Blödsinn, weil beide jeweils in dem jeweiligen Regime oder System eine ganz andere Funktion hatten. Und wir als Kinder, wir fanden das gut, dass der starke Old Shatterhand, der auch noch bei Tarzan, hat meine Cousine gesagt, Tarzan und ich, Tarzan heißt doch das, für Englisch war ich noch zu jung, Tarzan. Die hat vom Tarzan, weil die war überrascht, dass bei uns, ne, im Fernsehen, im Westfernsehen, natürlich Tarzan mit Johnny Weissmüller lief. Ne? Und der Otto Walkes, ne, der hat ja das schon gewusst hier, ne? Der Otto Walkes hat gesagt, greift die Liane, Jane, weil so entstand der Tarzan-Schrei, greift die Liane, Jane und Liane greift. Oh, 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 das war ein Glottisschlag übrigens. Und das wusste schon der Otto Walkes aus Nordwest-Niedersachsen. Ja, also ich weiß, wo der Otto her ist. Und ich kenne auch seine Familiengeschichte. Aber das trägt hier nichts zur Sache, Otto. Ne? Meistens ist es ja so, dass die Satiriker und auch ein... ernsthaften Hintergrund, einen bitteren, ernsthaften Hintergrund manchmal haben. Also die so die feinsten Witze da erzählen. Jeder Witz beruht ja auf Wahrheit. Ne? Jeder Witz hat einen Funken Wahrheit. Nicht die volle Wahrheit, die vollste und die reine Wahrheit. Also eine dreifache Steigerung, die Wahrheit, die vollste Wahrheit und die reine Wahrheit. Ne? Die reine Wahrheit kennt ja nur Gott, wie Sie wissen. Und fürs jüngste Gericht ist noch zu früh. Hier ist zu kalt fürs jüngste Gericht. So, jedenfalls war das bei 7,5, könnte man noch ein bisschen weiterreden über den Historienfilm und jetzt ist ja schon Mittagszeit, samstags hat man alles im Griff, damit man hier weiter überleben kann, das ist der Fall bei mir. Die Sonne nützt jetzt nicht so viel da draußen, das sehe ich auch, aber was ist jetzt das Tagesmotto, was ist jetzt die Schlussfolgerung von dem Historienfilm? War es so oder war es anders? Ne? Es ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Nazis jaulen dann. Ne? Die Nazis jaulen ja über den Rundfunk. Ich habe dann gefragt, einer nahen Angehörigen, wenn du gegen den öffentlichen Rundfunk bist, was kommt anschließend? Das war meine Frage, keine Antwort. Also es ist so, wenn einer verblendet ist, ich habe ja Feinde seit diesem Jahr, jetzt kommt der ernste Teil, hatte ich vorher nicht, nie, niemals. Ganzen Leben hatte ich keinen einzigen Feind. Erst seit diesem Jahr. Ne? Und viel Feind, viel. Er hat ja der Lothar Bisky mal gesagt und hat gelächelt dabei. Und ich habe nicht die Traditionslinie aus dem Osten. Ich bin weder ein Ossi noch ein Wessi und auch kein besser Wessi. Also vielleicht doch. Aber das ist neu. Und wer mich zum Feind haben wird, das sind ja nur ein paar wenige jetzt, der braucht gar nicht mit mir versuchen zu reden, das geht schief, dann möchte ich den Vorgesetzten sprechen. Ne? Und jetzt gibt es ja zum Glück ein Whistleblower-Schutzgesetz, das ist aber noch lang nicht so, dass der Feind, das sind in meinem Betrieb, beim Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen über 450 Leute, die Reichsbürgerszene, zugehörig höchstens einer und den kenne ich noch nicht mal. Also da habe ich nichts zu sagen. Das ist gar nicht gemeint, aber ich brauche am Telefon. Telefon mit dem gar nicht reden, den ich jetzt meine. Der ist aber nicht CDU-Mitglied, mit dem rede ich. Wer CDU-Mitglied ist, der kann ruhig bei mir anrufen. Das ist, der geht fachlich und sachlich, so wie im Deutschen Bundestag. Aber wer Nazi-Sprech an den Tag legt, da mache ich mal eine Handbewegung. Endgültig Sense. Also die Nazis, die ja niemals zugegeben hatten oder haben und heute niemals zugeben würden, dass sie
den Adolf gut fanden oder finden. Jetzt bin ich bei 10, das war der Punktlandung, steht in unseren Pressemitteilungen drin. Das kann ich gut. Ich habe ja auch überlegt, ob ich im Alter nochmal wechseln soll, weil ich eine relativ gute Sprache habe und historisches Bewusstsein und Staatstreue und so. Da könnte man ja auch mal was Gescheites, sagt der Schwabe. Aber es lohnt sich nicht mehr. Jetzt bin ich mal ein bisschen zu ehrlich, und wenn das ein Vorgesetzter, Vorgesetzte oder Personalrat oder CDU hören würde, dann wird es weitergeleitet. Was sagt er da? Also es ist eine öffentliche Überlegung. Man kann natürlich im Privaten nicht öffentlich anders verhandeln. Vielleicht, es gibt ja auch das Stillschweigen vereinbart. Also wenn einer geht und geht zu einem anderen Krankenhaus aus Gründen des Stresses, ne? Das reimt sich fast, war keine Absicht übrigens. Und manchmal komme ich drauf, wenn sich was sprachlich ergibt für gute Satire, dann kann man das schon mal verwenden, aber ich bin nur dann weggelaufen, wenn das wirklich aus historischen Gründen unhaltbar war. Ne? Und das haben manche nicht verstanden. Das ist der einzige Grund. Nicht irgendwelche zwischenmenschlichen und du weißt doch ganz genau oder so, dass man hier im Winter keine Sommerhose anzieht. Ne? Das weißt du ganz genau. Warum machst du das dann trotzdem? Ne? Also das, da renne ich nicht weg. Ne? Da hinten stehen ja die Sommerschuhe noch aus der Klinik. Ne? Die schwarzen Schuhe, die hatte ich ein halbes Jahr ist das her vom ersten Schlaganfall und mitten im Sommer habe ich da gar nicht reingepasst in die schwarzen Schuhe da hinten links, da oben. Das hat immer geklemmt und deswegen Bullenhitze konnte man auch barfuß rein oder ohne. Ohne durfte man nicht wegen Umfallen und das Umfallen habe ich trainiert, aber wenn jetzt bei Glatteis der Esel geht aufs Glatteis, ach unterwegs, hätte ich gesagt, ich habe ja als Kind bin ich aufs Glatteis gegangen, wo es geknackt und geknistert hat. Und alle haben gesagt, da kann man nicht drauf. Und am Ufer war natürlich gefroren. Am trockenen Mund, sonst muss ich gleich husten, entschuldigen, dann bricht es ab. Aber am Ufer war es also nicht gefroren. Man musste Anlauf nehmen. Als kleiner Knirps war das, da war ich ja vielleicht einmal gerade unter 10. UC, unter 10 jedenfalls. So ein Schulkind, so ein Grundschulkind. Und dann mit Anlauf, weil dann das ist ja Luft, ne? Bisschen länger, also geringfügig länger als, oh, das ist 20. Warte mal, 20, oh, das wäre außerhalb von der Hose, ne? Also 20 wäre jetzt, das ist 20, haben Sie nachgemessen? 20, also, das habe ich jetzt gar nicht behauptet. Aber der Anlauf war eins, so kann man gut messen. Ich habe hier immer ohne Zollstock fünfmal so, war ein Meter. Ne? Und so kann man vermessen. Ich habe viel vermessen, gerade in Vollmeringen. Gucken Sie mal nach, wo das ist, da hatte ich eine Waldwiese. Und da muss ich mal wieder hingucken, ob die Hütte noch stehen tät, sagt der Schwabe, die ich mal an Ostern 2009 bei schönem Wetter 3 Tagen lang gedauert, von morgens bis abends, ganz allein hingestellt habe. Mit über 1000 Schrauben und gestrichen. Jedes Brett einzeln. So, das habe ich schon erzählt, glaube ich. Und dann war es mucksmäuschenstill, es wurde langsam dunkel. Es waren schön lange Tage schon. Ostern werden die Tage langsam länger, aber es war schön warm. Da hatte ich noch mein Hängerle. Der Schwabe sagt Hängerle mit Le hinten. Opi. Denkt, ja, da hat es doch geknistert hinter mir. Ne? Und ich mache mal eine Handbewegung. So, ne? Also da gehe ich gar nicht mehr gerade. Ne? Das dann kann man operieren, hat einer gesagt. Also ich würde um die Ecke schießen. Ne? Also wenn das G3 von wie heißt ein Doppelname, ne? Doppelname da aus Oberschwaben, wenn das wird bei mir um die Ecke gehen. Das war auch mal so. Angeblich hat das Gewehr nicht richtig geschossen, man muss nachrüsten. Ob das gestimmt hat und neu einkaufen, Vergabe und die Beraterverträge und die Truppenuschi, ich glaube, das ist keine Beleidigung. Truppenursel, die ist ja inzwischen auch Europa und viele, das habe ich schon erzählt, aber ich war jetzt mal bei dem Gag,
Das ist kein Gag. Das war wirklich so. Ich habe gedacht, jetzt brauche ich jetzt die Pistole im Wald. Im Wald ist eine Pistole oder so eine Schrotflinte, so eine lange, länger als das, was Sie jetzt vermuten. Das ist Luft. Nochmal, ich behaupte, ich schwör's, ich schwör's. So, ich schwör's. Oder so, ich schwör's. Nee, pass auf, ich drehe mich rum, steht ein Reh. Na, und dann habe ich aber erstmal gewartet. Ich habe also keine Schockstarre gehabt oder Angst. Von dem Reh habe ich keine Angst gehabt. Das hat mich angeguckt. Das war nämlich ein relativ schönes Reh, so wie man es sich vorstellt. So nah war noch nie. Im Zwinger schon, wenn ein Zaun und dann irgendein Wildgehege schon, irgendwelche Kröler und die dann die Brunft und so. Das habe ich alles gesehen im Leben. Oder hier bei Trips Drill war es auch so. Die laufen frei rum. Da gibt es noch ein Sequenzen bei mir, Trips Drill. Aber dieses Reh. An das erinnere ich mich. Das war nämlich 2009, wie schon gesagt. Dem Jahr wollte ich an drei Stellen Bürgermeister werden. Gut aufpassen, jetzt kommt der politische Teil, weil das Reh hat mich da nicht und die Kandidaturen auch nicht. Auch jetzt spinnt er wieder, ist dann gesagt worden. Das stimmt übrigens nicht, weil dass man da ein bisschen aufgeregt ist und so nervös und vielleicht auch nicht gerade so professionell mit dem Wahlkampf, das stimmt alles. Aber mir ging es darum, dass ich das wirklich wollte. Es gab ja auch schon Kandidaten, die haben dann gesagt, ich spreche mal bis 20. Ich kandidiere da zwar, aber ich lehne es ja sowieso ab. Da ist ja juristisch die Frage, darf er so, ist das ein Spaßkandidat? Das hat man auch zu mir gesagt, du bist ja ein Spaßkandidat. Aber Spaß muss sein. Ne? Nee, Spaß muss übrigens nicht sein. Es gibt genug Kandidaten, denen hätte man das nie zugetraut. Das sind nämlich Leute, denen geht es um was ganz anderes. Deswegen trauen die das den Leuten nicht zu. Da wird geforscht, welcher Partei gehört da ein. Ach, der ist parteilos, das stimmt gar nicht, wird behauptet. Ja, bei meinem Bürgermeister in Weilerstadt, der ist nachweislich parteilos. Und da wird rumgeforscht. Ja, was ist das? Du wolltest doch den. Habe ich gesagt, ja, der ist gut. Ja, aber der ist doch parteilos. Na, der ist noch besser, habe ich dann gesagt. Moment, ich muss mal unterbrechen.